Einer der wichtigsten Künstlerinnen des 20. Jahrhunderts ist in Hannover jetzt einer Ausstellung gewidmet. Das Sprengel-Museum zeigt erstmals Arbeiten der Malerin Merit Oppenheim. Zu sehen sind surrealistische Werke aus rund 70 Schaffensjahren der Künstlerin. Bianca Bindbeutel hat die Ausstellung besucht. Das Wunderbare im alltäglichen Sehen war Leitmotiv von Merit Oppenheim. Das Sprengel-Museum Hannover zeigt das zeichnerische Werk der Künstlerin, die 2013 100 Jahre alt geworden wäre. Merit Oppenheim ist als ganz junges Mädchen, 18-jährig, nach Paris gegangen, damals einem der Zentren in Europa für die Avantgarde, und hat im Kreis der Surrealisten, also André Breton, Max Ernst, Man Ray, so ihre geistigen Wurzeln gefunden als Künstlerin. Nackt mit geschwärztem Arm hinter dem Rad einer Druckerpresse. Man Rays Fotografie brachte ihr den Ruf als Muse der Surrealisten ein. Berühmt wurde sie aber durch eine Tasse, die sie mit dem Fell einer chinesischen Gazelle überzog. Das hat sie gemacht, weil sie ein sehr großes Gespür hatte für Materialitäten, für Paradoxien, für Gegensätzlichkeiten von Materialien, für Irritationen. Also wenn man sich vorstellt, zum Beispiel aus einer fellbezogenen Tasse zu trinken, dann ist das ja durchaus ja auch ekelig oder irritierend oder auch erotisch, je nachdem, wie man es sehen mag. Die surrealistische Vorstellung einer vollkommenen Liebesbeziehung ironisiert Merit Oppenheim durch ein paar Stiefel. Die Schuhe verschmelzen miteinander wie bei einem Kuss. Dieses Bild einer innigen Einheit, das wird im Grunde aber auch bei ihr konterkariert, indem sie eben Schuhe dafür nimmt, weil diese Schuhe sind ja nun dadurch, dass sie so innig verschmelzen, eigentlich nicht mehr fähig, ihre Funktion auszuüben, nämlich also an Füßen da also zu sein und sich zu bewegen. Merit Oppenheim interessierte sich für das Werden und Vergehen in der Natur, für Verwandlung und das Unbewusste. Die rund 60 Werke geben einen Einblick in ihre stilistische Vielfalt und ihr Bestreben. Dinge, die wir nicht kennen, also aus Dinge, die wir nur träumen zum Beispiel oder die uns noch ganz unbewusst sind, die in Bildern neu uns vor Augen zu führen, sodass also eine ganz neue, fantastische Sicht auf die Welt zustande kommt. An einer Hörstation können Besucher Gedichte der Künstlerin kennenlernen, die sie selbst eingesprochen hat. Die Ausstellung Merit Oppenheim über den Bäumen noch bis zum 5. Mai im Sprengel-Museum in Hannover.